Viel Spaß mit diesem Video. Wenn es gefällt, ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like und natürlich über ein Abo. So, jetzt mal zu einem Video. Ich habe das so ein bisschen im Hinterkopf als Low-Budget-Grill genannt. Fleischwurst oder Leona, wie man im Saarland sagen würde, bei die sich darüber streiten, dass Leona mitnichten eine normale Fleischwurst ist, aber das nur am Rande. So, und das habe ich auf dem Herd gegrillt dieses Mal. Man kann es natürlich auch auf dem regulären Grill machen und dann die Currysoße dazu, die ich vor ein paar Tagen gezeigt habe oder vor ein paar Videos zurückgehend gezeigt habe und noch ein paar andere Zutaten. Super schönes Gericht, das mal so als Konstellation zu machen. Und Low Budget stimmt in dem Fall. Das ganze Essen ist für ein paar Euro pro Kopf zu machen und trotzdem natürlich super schmackhaft. Schaut euch das an, lasst euch inspirieren, wandelt es nach euren Vorlieben ab und ja, guten Appetit. So, Low Budget Grill. In diesem Video verarbeite ich noch zwei andere Sachen, die ich vorher schon gezeigt habe. Ich verlinke das nochmal, nämlich die eingelegten Paprika und die Currysoße. Ne? Aber jetzt geht es erstmal hier um die Fleischwurst. Irgendeine Fleischwurst, die so... ich habe mir das jetzt gedacht, ich halbiere die und teile dann die Stücke nochmal und schneide die über Kreuz ein, weil ich bilde mir ein, dass das nachher auf dem Grill einfach eine gleichmäßigere Röstung gibt und so weiter. Weil Fleischwurst könnte man ja auch kalt essen, also darum, es geht jetzt nicht ums Garen. So, dann noch ein paar Maiskolben. Ich mache Indoor-Grill. So eine Grillplatte, die man auf dem Herd quasi erhitzen kann. Und da ist richtig Power drin. Werdet ihr gleich sehen. Und ansonsten gerne natürlich draußen am Grill machen. Ne? So, also es geht hier tatsächlich so ein bisschen um Low Budget auch. Und trotzdem ist das super geschmackvoll. So, den Grill habe ich ein bisschen Olivenöl eingestrichen und dann wird das Zeug gegrillt. Ihr werdet gleich sehen, dass ich dazu meine Backofenkartoffeln mache. Ich habe einen schönen grünen Salat dazu gemacht mit einer normalen Vinaigrette. Werde ich alles verlinken unten. Die Backofenkartoffeln, da gibt es schon ein Video zu. Ich habe diese richtig geile Currysoße, die ich vor kurzem gezeigt habe, dazu gemacht. Und die eingelegten Paprika. Es ist ein Traum. Es ist ein ganz tolles Essen, aber trotzdem low budget sozusagen. Das ist alles kein Hexenwerk, auch preislich nicht. Und es ist ein wunderbares Essen. Für zwischendurch, fürs Wochenende, als Grillabend, mal was anderes als eine Bratwurst oder Hackfleisch oder ein Nackensteak oder so. So, dann wird angerichtet. Das sind die eingelegten Paprika, die habe ich am Vortag gemacht und die müssen richtig schön ziehen. Herrlich, traumhaft. Hier der grüne Salat dazu, dann ein paar Backofenkartoffeln, auch die werde ich unten nochmal verlinken. Da habe ich vor längerer Zeit mal ein Video zu gemacht. Die Maiskolben dazu, dann die Fleischwurst, sieht wunderbar aus. Und jetzt diese wunderbare Currysoße, auch die verlinke ich unten. Ein Traum. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit.